TV Vorarlberg. Aktuell. Das ist die Burg Gutenberg in Balzers Liechtenstein. Das ist das Stück, welches morgen Donnerstag, so das Wetter mitspielt, dort seine Premiere feiert. Aber es erscheint mir gefährlich, um wieder den göttlichen Willen, eine Frau an der Domschule aufzunehmen. Frau? Davon kann doch noch keine Rede sein. Was wir da vor uns haben, ist wohl eher ein zerrupftes Wiesel. Die Päpstin nach dem Roman-Bestseller von Donna Cross, als Theaterstück geschrieben von Susanne Felicitas Wolf. Also gibt es Gott. Herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell. Dieses herrliche Willkommen stammt von den Schauspielerinnen und Schauspielern des Jungen Theater Liechtensteins, die den jungen Teil der Rollen des Stückes Die Päpstin übernehmen. Auf die Bühne gestellt wird das Stück vom Liechtensteiner Theaterverein Theater Karussell, welches sich einmal mehr mit Freilufttheater an Neues heranwagt. Das hatten wir noch nie im Petto, aber wir haben immer wieder neue Wege gesucht, also neue Ausdrucksmöglichkeiten und neue Orte. Und dazu passt es dann ganz gut, also dass wir sowas auch mal wagen. Gewagt wird dieses Stück mit mehr als 20 Mitwirkenden gemeinsam mit dem Verein Kulturtreff Burg Gutenberg und mit Regisseur Nico Büchel. Erstens, es ist ein unglaublich spektakulärer Stoff, ein bekannter Roman, der für die Bühne fast, muss man sagen, gewinnbringend bearbeitet worden ist. Zweitens, es ist ein Inhalt, der immer noch gültig ist. Frau und Kirche ist noch immer ein Thema, Frau und Selbstbestimmung, Frau zwischen Liebe. Gibt es Liebe ohne berufliche Erfüllung oder umgekehrt? Muss man auf Liebe verzichten, wenn Beruf? Und dann ist es einfach ein Bilderbogen, der zum Spielort passt. Das war der dritte Grund, nicht wieder irgendeinen verkleinerten Shakespeare oder verkleinerten Nestroy, sondern etwas, wo dieses Mittelalter, was ja schon in der Burg zitiert ist, es ist ja ein Fake ein bisschen, was aber da hergehört, und da passt der Stoff einfach wie gespuckt. Und der vierte Grund war einfach, dass man gesagt hat, gut, wenn da vielleicht wirklich ein Sommerfestspiel sich entwickelt, was jährlich oder zumindest einmal jedes zweite Jahr spielt, dann ist das ein guter Startschuss. Der fulminante historische Roman verarbeitet den literarischen Stoff der Geschichte der legendären Päpstin Johanna. Hier ist er komprimiert auf ein Theaterstück von circa 2 Stunden. Das ist nicht nur für die Regie, sondern auch eine schauspielerische Herausforderung. Würde ich niemals ertreisten, wenn ich erbitte gehabt. Das Stück oder das Buch an sich ist ja unendlich lang, also es hat fast 600 Seiten und das Ganze ist halt sehr komprimiert auf die 60 Seiten und man muss halt wirklich schauen, dass man diese Entwicklung von der Rolle sehr schnell mit dabei hat und man hat halt nicht viel Zeit, das zu zeigen, was alles dazwischen quasi passiert ist. Das Stück durchlebt eine lange Zeitspanne von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Gibt es etwas, was dir ein bisschen Angst macht in dem Stück? Mein Vater. Was tut denn dein Vater? Er beschimpft mich und schreit mir. Wer ist denn der Johannes? Magst du mir da was erzählen drüber? Der Johannes ist ein Bub, der ein Krieger werden will, sollte dann aber Papst werden. Mein Vater trimmt mich aufs höchste Amt. Und ich bin fest darauf am Lernen, zu meinem Vater nicht zu enttäuschen. Gibt es eine Szene, die du ganz besonders gern hast in dem Stück? Ja, also ich mag die, wo ich abgelöst werde von meiner älteren Version. Du wirst Papst. Gott wird mir helfen, deinen Wunsch zu erfüllen. Gott hat uns den Verstand geschenkt. Warum sollten wir ihn nicht nutzen? Gott hat uns ein Herz gegeben. Warum sollen wir nicht lieben? Gott hat uns Geist und Hände gegeben, um die Welt zu sehen und zu verbessern. So ein Geschenk verschmäht man nicht. Das sind Fragen, die sich Johanna stellt in einer Welt, in der man solche Gedanken besser für sich behält. Überhaupt als Frau. Lerne im rechten Moment, das Feuer zu bändigen und deine Zunge zu zügeln. Manche Gedanken sind gefährlich. Manche Gedanken sind gefährlich. Ihr müsst mich weiter unterrichten.
Bitte, bitte, bleibt bei uns. Johanna. Die Päpstin, eine Geschichte über Selbstfindung und Verwirklichung, über den Kampf zur Gleichberechtigung und den Zwiespalt zwischen Wissen und Religion und nicht zuletzt über die Liebe. Noch bis Sonntag, den 9. Juli, auf der Burg Gutenberg in Balzers. Komm mit mir. Kein Mensch hat mir jemals so viel bedeutet wie du. Was erwartest du? Dass ich alles im Stich lasse und dir folge wie ein Hund? Ich habe mir hier ein eigenes Leben aufgebaut. Um einen hohen Preis. Lüge, Schein, ständige Gefahr. Johanna, ich biete dir ein Leben ohne Maskerade. Ihr habt natürlich schon viel gewusst, wie viel die Frauen natürlich in der Vergangenheit zu kämpfen haben. Einfach Gleichberechtigung und so weiter. Das ist mir schon klar. Aber wenn du mal nochmal in so eine Rolle schlüpfst und es am eigenen Leib erfährst, wie das ist, damals als Frau zu leben, öffnet es einem schon einmal so richtig die Augen. Für mich als Mann ist es natürlich schwierig, da diese Probleme mit Frau sein und Beruf und so weiter wirklich zu was mitzunehmen, weil ich bleibe ja nachher auch ein Mann, auch wenn ich nachher die Kardinalsrobe ausziehe, bin ich immer noch ein Mann. Aber es ist eigentlich sehr modern von dem her. Also auch wenn die Geschichte im 8. 9. Jahrhundert spielt, ist es sehr, sehr unserer Zeit entsprechend. Ich denke, immer wenn Religion absolut wird, wird sie auch gefährlich. Also wenn es halt gerade darum geht, nur die einzige Wahrheit zu besitzen, dann egal, ob es jetzt das Christentum ist oder andere Religionen, sobald sie das haben, fühlen sie sich auch dazu berechtigt, Gewalt auszuüben. Und das, glaube ich, das hängt so zusammen. Ich finde interessant, meine Mutter war Naturwissenschaftlerin, Chemikerin und extrem engagiert, allerdings sehr liberal und eher ein bisschen aufmüpfig engagiert kirchlich und wusste sehr wohl naturwissenschaftliches Denken mit Glauben in Übereinkunft zu bringen. Und darum geht es auch in diesem Stück. Das ist möglich. Wie heißt du? Johanna. Das heißt, Gott ist gnädig. 19 Absolventinnen des ersten Aufbaulehrgangs zur pädagogischen Fachkraft für Kleinkindbetreuung bekamen im feierlichen Rahmen im Landhaus von Landesrätin Wiesflecker ihr wohlverdientes Diplom überreicht. Weiters erhielten 80 Absolvierende, 79 Frauen und ein Mann, der Spezialisierungslehrgänge für Kleinkindbetreuung und Spielgruppenbetreuung bzw. für Kindergartenassistenz ihre Abschlusszertifikate. Landesrätin Wiesflecker gratulierte. Mit dem erworbenen Wissen und ihrem Engagement werden sie maßgeblich zur hohen Qualität der Kinderbetreuung im Vorarlberg beitragen. Im deutschen Überlingen am Bodensee wurde vor ein paar Tagen ein Wolf beobachtet. Für die deutsche Politik wäre es ein Gewinn der Artenvielfalt, wenn der Wolf sich wieder heimisch fühlen würde. Franz Untersteller, Umwelt- und Naturschutzminister von Baden-Württemberg, hält weiters fest, dass ein sinnvolles Miteinander von Mensch und Wolf auch in Baden-Württemberg möglich ist. Für den WWF Österreich zeigt diese Haltung, dass Österreich von Deutschland hier durchaus lernen darf. Auch in diesem Jahr wird das Radteam Vorarlberg an der Österreich-Rundfahrt mit einer motivierten und laut Team Vorarlberg top vorbereiteten Mannschaft antreten. Bei der 69. Austragung der internationalen Österreich-Tour werden allen voran Patrick Schelling und Daniel Geismeier die Männer für die Gesamtwertung sein. Ihnen zur Seite stehen werden die aus Deutschland stammenden Fahrer Sebastian Baldauf und Lukas Meiler, die Schweizer Can Frisecke und Fabian Lienhardt, Rainer Honig aus den Niederlanden und Maximilian Hammerle. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Der Föhn bläst heute noch und hält aufziehende Niederschläge meist noch zurück. Dennoch sind Schauer möglich. Gegen Abend können heftige Gewitter aufkommen. Dank Föhn wird es zuvor noch recht warm, um die 22 bis 24 Grad. Der Donnerstag bringt wechselhafte Wetterbedingungen mit sich. Den ganzen Tag über scheint die Sonne und Wolken und Regen wechseln sich ab. Dank dem Einfluss kühler Meeresluft erreichen wir Höchstwerte um die 20 bis 23 Grad. Der Freitag wird einigermaßen freundlich, vor allem am Vormittag gibt es viel Sonne. Nachmittags ziehen dann Schauer auf, die Temperaturen liegen bei 24 Grad.
Unbeständiger wird der Samstag, es ziehen bereits am Vormittag gewitterige Schauer auf, speziell im Gebirge zeigt sich die Sonne kaum. Kühl und nass wird der Sonntag, besonders am Vormittag regnet es kräftig. Am Nachmittag lockert es ein wenig auf und die Temperaturen steigen auf 20 Grad. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von wettering.at.